Wir hören uns an, was er uns zu sagen hat und das Gute übernehmen wir und im Übrigen tun wir es so, wie wir es für richtig halten. Er ist gut, aber altmodisch. Die Perspektive des Hamburger Künstlertheaters, das bin ich. Das heißt, besser wir beide, natürlich. Aber die meisten Stücke, die wir hier spielen, sind doch nur bürgerliches Geseire. Aber der Otto und ich, wir haben ein Konzept für ein Theater, das alle Menschen angeht. Also die Arbeiter, unsere Hafenarbeiter zum Beispiel. Und wo wollen Sie diese Art von Theater spielen? Ist doch völlig egal, im Hafen, in Fabriken, im Keller. Hendrik, die Genossen haben mich nach dem Stück gefragt. Wir hatten es für letzte Woche versprochen. Aber das machen wir schon, Otto. Lass uns doch erst unsere Premiere hinter uns bringen. Ja. Wir müssen die politische Verantwortung des Theaters unter Beweis stellen. Und das ist ziemlich schwierig. Bevor wir uns revolutionär oder politisch geben, müssen wir erst einmal gut sein. Und damit fängt es an. Und welche Schauspieler werden diese Art von Theater spielen? Alle Schauspieler, die so denken wie wir. Auch Arbeiter, wenn sich das ergeben sollte. Es kommt vor allem darauf an, was wir sagen. Und nicht, wie wir es sagen. Obwohl ich auch in dieser Hinsicht keine Befürchtung habe, wenn Hendrik unsere Stücke inszeniert. Sprechen Sie weiter. Warum schauen Sie mich so an? Darf ich nicht? Wenn es Ihnen Spaß macht, meinetwegen.